Ich heiße Karolina Kędrzycka, ich komme aus Polen und ich war das ganze Jahr im Popbüro Region Stuttgart tätig. Ich komme aus Polen und habe letztes Jahr in Bremen in der Culture Factory verbracht. Ich komme aus Ljubljana, aus Slowenien und war im Literaturhaus in Hamburg tätig. Ich war oder jetzt noch bin im Kulturamt in Nürnberg. Bevor ich das Stipendium angetreten habe, musste ich ein Mission-Statement schreiben. Und ich habe da geschrieben, dass ich unsichtbare, aber spürbare Brücken zwischen den Ländern, zwischen Polen und Deutschland aufbauen möchte. Und das waren innerhalb dieses Jahres meine Projekte. Ich habe zwei Projekte gemacht. Das erste Projekt war eine Präsentation meiner Stadt in Russland. Es war ein dreiteiliges Projekt, Lesung, Fotoausstellung und Dokumentarfilm. Und das wurde von den deutschen Künstlern präsentiert. Meine russische Stadt von den deutschen Künstlern. Und das zweite Projekt war ein russisches Filmwochenende. Es war so ein Jahr, wo habe ich sehr viele neue Bereiche entdeckt und auch sehr viel über, sagen wir, das Teamarbeit, meine Ideen im Praktikum umsetzen gelernt habe. Meine Projekte noch kommen, und zwar organisiere ich mehrere Lesungen, Vorträge, einen Übersetzer-Workshop, ein Filmprojekt und noch ein gemeinsames Projekt. Ich bin Nadja, ich komme aus Petrozavodsk, aus der Republik Karelien, das liegt ganz im Norden Russlands. Ich gehe nach Wiesbaden und werde im Nassauischen Verein arbeiten. Ich heiße Magda, ich komme aus Polen und ich fahre nach Stuttgart. Ich heiße Sergej Bogdan, ich komme aus Belarus und gehe zum Kulturamt Bonn. Mein Name ist Katja und ich komme aus Slowenien und werde beim Tanzhaus NRW in Düsseldorf tätig sein. Mein Ziel ist vor allem ein neues Konzept, ein neues Image von meinem Land im kulturellen Sinne dem deutschen Auditorium vorzustellen. Und ich hoffe, dass ich kann sowas machen. Ich glaube, das wird wirklich interessant, dem deutschen Publikum das zu zeigen, dass wir in unserer kleinen Republik machen. Ich habe so viel im Kopf, dass ich jetzt das nicht so genau ausdrücken kann. Ein kleines sogenanntes Festival oder mehrere oder zwei Nächte, zwei Tage von slowenischen zeitgenössischen Tanz. Ich hoffe, dass alle Initiativen, alle Projekte bestimmt erfüllt werden. Und ja, ich bin wirklich gespannt, was uns bevorsteht. Ich bringe mit einen Wunsch, Deutschen ein helles und positives Bild meines Landes vorzustellen, das ihnen mein Land verstehen helfen kann und auch in ihrem Leben etwas Neues und Positives eintragen kann. Erfahrungen, Kontakte aus Slowenien. Ich hoffe, ich bringe meine Erfahrung mit und auch meine Ideen und vielleicht und eigene Konzepte. Hast du Angst vor irgendwelchen Sachen? Ehrlich gesagt keine Angst. Ich bin ein sehr positiver Mensch und ja, ich habe keine Angst. Ich habe überhaupt keine Angst für das Leben in Deutschland, denn eigentlich ich sehe, dass ja, ich habe alle Möglichkeiten und keine wirklichen Probleme. Das Schwierigste für mich war die erste Phase der Umstellung. Ich musste mich an die Struktur des Büros, die Arbeitsabläufe gewöhnen. Und das ist eigentlich die Basis, um schöne und erfolgreiche Projekte auf die Beine zu stellen. Du musst dich richtig einleben im Land. Und das hängt erstmal von dir ab und von den Leuten, mit denen du zusammen bist. Ja, die Arbeit ist sehr organisiert.
naja, bestimmt Landes der Möglichkeiten, die erreichbar unter sehr komplizierte Bedingungen sind. Das ist eine Herausforderung. Dieser Herausforderung kann man entgegenkommen, indem man sich klare Ziele setzt, sehr hart arbeitet und indem man im Team arbeitet, denn Kulturmaß macht man nur im Team, nicht alleine. In Polen ein Begriff, mit dem die Leute nicht viel anfangen können. Gibt es so etwas? Also so von der professionellen Seite, es ist ja noch sehr klein oder sehr am Anfang. Es entsteht alles im Chaos, aber irgendwie, man kann das schon schaffen. Ja, das stimmt. Tabula rasa. Terra incognita für Leute, die in Kultur tätig sind. Kulturmanagement in Belarus ist genau das Gegenteil, was Kulturmanagement in Deutschland ist. Also alles, aber umgekehrt. Wenn ich soll das präzisieren, dann zum Beispiel, wenn in Deutschland sie sollen alles ganz klar und offen sagen, dem Staat und anderen, dann in Belarus sie sollen vielmals überlegen, ob sie sollen etwas sagen oder besser schweigen. Eigentlich ist auf dem Gebiet Kulturmanagement in Slowenien noch viel Offenes. Man weiß nicht, was genau Kulturmanagement bedeutet. Und ist auch ein bisschen so, hat einen schlechten Ruf. Bei uns läuft es schon vielleicht ein bisschen anderes, vielleicht ein bisschen lockerer in unseren Ländern. Ja, einerseits, das stimmt. Einerseits. Aber andererseits? Also, das entwickelt sich noch, ja, und ich glaube, das ist, also da kommen noch Jahre, bis dieser Bereich schon auf so einem hohen Niveau wird, wie jetzt in Europa, in Deutschland, ja, würde ich so sagen. Ich weiß nicht, ich bin nicht sicher, dass es genau so in Deutschland laufen wird wie in Russland, weil die Leute sind natürlich anderes. Ganz verschiedene Modelle, würde ich so sagen, ja. Ich kenne Sergej nicht lange. Wir haben uns vor ein paar Minuten kennengelernt. Ich kann ihm nur raten, dass er ein normaler Mensch bleibt, so wie er ist und seinen Zielen und Ideen treu bleibt. Und dann wird's alles gut. Danke. Viel Erfolg. Danke. Ja, diese Balance zwischen eigenem Bedarf und Institution ist ab und zu nicht die beste Lösung oder nicht der beste Weg für Arbeit hier. Gute Zeitplanung machen. Gute Zeitplanung? Ja. Organisiert sein. Ja. Ohne Stress geht natürlich nicht und ihr werdet das schon bald verstehen. Aber trotzdem immer positiv bleiben und immer offen für die Leute und versuchen einfach einen Kompromiss zu finden. Tut kalkoi, gzimme tu jeten ta choi.